Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen hier bei den UFO Games Studios in Berlin. Wir sind hier dabei, wollen hier eines der größten Game Studios überhaupt in der Geschichte der Computerentwicklung hochziehen. Und sind hier die Spieleentwickler. Wir haben hier in einer Garage begonnen und es geht weiter. Branchenneuheiten. Ninvento hat heute jüngste Gerüchte bestätigt und die Veröffentlichung einer neuen Heimkonsole namens TES Anfang nächsten Jahres angekündigt. Die Konsole unterstützt Spielmodule und verfügt über einen einzigartigen Controller. Ah, okay. Gut. So, Space Ace wird fleißig verkauft. Was können wir noch machen? Wir haben 28 einen Spielbericht erstellen. Nicht vergessen, wir müssen immer einen Spielbericht erstellen, weil das ist eine super Hilfe später. Der zeigt uns dann, da müssen wir uns das nicht alles merken, wo da wie was, welcher Schwerpunkt gelegt werden muss. Weil das, was jetzt hier drin steht im Spielbericht, das werden wir später mit kleinen Symbolen noch während der Spielentwicklung sehen. Das zeige ich euch dann nochmal. Da steht dann halt da, wo man einen Schwerpunkt drauflegen soll, sind halt Pluspunkte oder was gar nicht wichtig ist, sind Minuspunkte. Aber das, diese Hinweise stehen dann nur, wenn man diese Spielberichte regelmäßig immer gemacht hat, ja. Weil das können wir uns ja nicht alles merken, was er dann sagt. Hier zum Beispiel, Engine scheint für diese Art von Spielen sehr wichtig zu sein. Nur für die Kombination Weltraumstrategie. Gibt es hier so viele unendliche Kombinationen, kann ich mir ja nicht merken. Habe ich auch keinen Bock, das extra auf den Zettel zu schreiben. So, ihr merkt schon, was ich meine. Das Spiel ist fast schon textbasierend, kann man sagen, aber macht trotzdem totalen Spaß. Ich kann mich noch erinnern, in den 80ern, die ersten Rollenspiele, die waren rein textbasierend. Da stand dann zum Beispiel, willst du die linke Tür öffnen oder die rechte? Und dann hast du die rechte Tür angeklickt und dann kam, hinter der rechten Tür verbirgt sich ein Schrein mit funkelnden Diamanten. Also alles nur per Schrift. Da war vielleicht im Hintergrund noch eine schöne Grafik, aber das war es auch. Aber da wird dann das Kopfkino aktiviert sozusagen. Es macht auch irre Spaß. So wie hier bei diesem Spiel. So, weiter geht's. Wir haben unser Spiel. Jetzt werden wir gleich sofort ein neues Spiel. Wir werden jetzt mal nicht forschen. Wir werden hier ein bisschen Forschungspunkte sammeln, dass wir unsere erste eigene Spielengine entwickeln können. Und werden jetzt mal... Horror wäre jetzt nicht für Kinder geeignet. Wir wollen ja, dass alle im Prinzip das Ding kaufen. Stadt hatten wir schon. Werwolf ist ja auch lustig, wa? Hacking als Thema für Spiele. Ach komm, wir machen echt mal ein Horrorspiel. Was soll der Geiz? Und wir nennen das Spiel Night Day. Nee, Nightlight. Nightlight 1, ein Horrorspiel. Und zwar in dem Genre, was wollen wir da nehmen? Rollenspiel, Abenteuer, Action. Wir nehmen Abenteuer. Horror, Abenteuer, Plattform. Der hat immer noch so einen hohen Marktanteil, der G64. Da haben wir auch, glaube ich, ganz gut Geld verdient, wa? Wollen wir das für den G64 wieder machen? Ist ein bisschen teurer, aber... Ach komm, lass. Wir nehmen den. Gut, 30.000 Entwicklungskosten. Ich habe vergessen zu kontrollieren, ob mein Mauszeiger angestellt ist. Wenn mein Mauszeiger jetzt nicht zu sehen ist, dann bitte ich tausendmal um Entschuldigung. Mache ich in der nächsten Folge. Ist besser bei dem Spiel hier, wenn man den Mauszeiger sieht. Ja? Wenn ihr den Mauszeiger sieht. So, weiter. So, die Auswahl der Features. Wir textbasiert... Ja, also wenn die Computerentwicklung voranschreitet, vielleicht machen wir irgendwann mal so ein Retro-Independent-Spiel, was textbasiert ist. Würde ich jetzt aber bei dem Spiel nicht machen. Ich habe, glaube ich, noch gar nicht textbasiert benutzt. Muss mal gucken, in welchem Zusammenhang wir das vielleicht mal benutzen können. So, 2D-Grafik. Es geht los. Unser Horror-Abenteuerspiel Nightlight 1 wird entwickelt. Da würde ich auf jeden Fall Story-Quest ganz hochsetzen bei so einem Abenteuerspiel, Horrorspiel. Engine-Level lassen wir bei 1. Gameplay gehen wir mal ein bisschen runter. Umso mehr, seht ihr ja, umso größer wird auch der Anteil von Story und Quests. Engine noch ein bisschen runter. So, das ist jetzt nur so nach Gefühl. Man kann sich natürlich alles aufschreiben. Ich denke mal, das spielt auch ein bisschen ein Zufallsdings. Keine Ahnung, nach welchen Kriterien das geht.
So, Bugs, okay, es geht vorwärts. So, die Dialoge, denke ich mal, bei so einem Abenteuerspiel sind wichtig. Künstliche Intelligenz, Level Design. Beim Abenteuerspiel würde ich mal ein bisschen runternehmen. Weiter geht's. So, wir haben gleich 50 Forschungspunkte. Die brauchen wir, um unsere erste Spielengine zu entwickeln. So, was haben wir hier? Spielweltdesign, Horror, Abenteuer. Ja, Spielweltdesign. Gibt es eigentlich kein Spiel, wo ich das Gefühl habe, da wäre Spielweltdesign nicht wichtig. Ja, aber da auf jeden Fall, denke ich, bei einem Horror-Abenteuerspiel auf jeden Fall Spielweltdesign wichtig. Bei einem Horrorspiel könnte auch die Musik eine große Rolle spielen. Die ziehen wir mal ein bisschen hoch, den Sound. So, dann ist er ja gleich fertig. So, siehst du, und jetzt wurde schon wieder Space Ace vom Markt genommen und wir haben 23.736 Stück verkauft und 166.187 erzielt. So Leute, es geht jetzt nicht immer so weiter, sondern da kommt ständig was Neues dazu. Wir können später Werbung in Zeitschriften machen, wir können auf Spielemessen auftreten und so weiter. Also da kommt immer wieder was Neues, ja? Also es wird nicht langweilig. Machen wir weiter. So, Nightlight 1 ist gleich fertig geforscht. Okay, jetzt müssen wir noch warten, bis er die Bugs hier entwickelt hat. Oh, heute wurde die neue Plattform TES von Nintendo veröffentlicht. Das ist natürlich die Frage, ob wir gleich als nächstes Spiel für die Nintendo ein Spiel entwickeln. Wobei ich aber sagen würde, wenn die so ganz frisch auf dem Markt ist, wird die ja nicht... Wir gucken mal, wie hoch die Marktanteile sind. Aber die wird ja, wenn sie startet, noch nicht gleich... Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, ja. Wenn die einen Marktanteil von 12% hat, da gleich ein Spiel für zu machen. Na gut, okay. So, fertigstellen, unser Spiel raus, auf den Markt schmeißen und... Wir dürfen nicht vergessen, unseren Spielbericht zu machen. Super wichtig. Hat die Erfahrung gelehrt, dass es ein absolutes Muss ist, nach jedem Spiel einen Spielbericht zu machen. So, jetzt haben wir uns schön, hier sieht man schon, da man natürlich uns mehr weiterentwickelt, wo wir Schwerpunkte hatten, bei Gameplay oder bei Spielweltdesign. Diese Level heißen einfach, wir werden immer schneller und immer besser, sozusagen, ja. So, veröffentlichen. Okay, jetzt kommt die Spielebewertung. Oh, ho, ho, der Tag der Wahrheit. Die Spielezeitschriften werden uns jetzt hier das Spiel um die Ohren hauen. Mal gucken. Oh, 6. Naja, nicht so besonders. Ich sehe schon, dass dieses Spiel ist nicht gerade der Reißer. Hab schon Besseres gesehen. Game Hero, Mann. Oh nein, hat seine Momente, All Games. Okay. Ein sehr mittelmäßiges Spiel, was wir da entwickelt haben. Ein bisschen Geld wird ja trotzdem reinkommen. So, jetzt werden wir mal kurz ein bisschen Forschung betreiben. Und zwar werden wir jetzt die eigene Spielengine beginnen. Die Forschung, also das ist jetzt die Grundlagenforschung, damit wir überhaupt eigene Spielengines entwickeln können. Nachdem wir mit dieser Forschung durchsieht, können wir dann selber entscheiden, was diese Spielengines beinhalten sollen. Und die sind nicht billig, die kosten auch immer Forschungspunkte. Aber die bringen uns halt ziemlich vorwärts. Ja? So, eine Nachricht bekommen. Auftragsarbeit. Hi, ich habe gerade Nightlight 1 und bin von ihrem Talent beeindruckt. Durchgespielt. Na, die Übersetzung ist manchmal ein bisschen hakelig. Aber ist ja jetzt nur ein grammatikalisches Problem. Ja? Ich habe gerade Nightlight 1 durchgespielt und bin von ihrem Talent beeindruckt. So muss es nämlich sein. Ich bin in der Auftragsvermittlung tätig und wir könnten ihre Fähigkeiten gut gebrauchen. Wenn sie jemals knapp bei Kasse sind, geben sie mir Bescheid und ich schaue, ob ich ein paar Aufträge für sie an Land ziehen kann. Okay. Das heißt, wollen wir mal kurz gucken? Oh. Ach so, weil er hier am Forschen ist, sind jetzt keine weiteren Optionen. Nightlight läuft, bringt Kohle rein. Aber natürlich nicht viel. Oh, Entwicklungskosten 8k. Und wir nehmen weniger ein, als wir reingesteckt haben. Das ist nicht gut. Wir haben eigene Spielengine erforscht, ist okay. Neue Forschung verfügbar. Spiele-Tutorials, okay.
Wir werden aber hier mal, jetzt ist nämlich das hier dazugekommen, Auftragsarbeit finden. Eben konnten wir das ganze Menü nicht aufklicken, weil er ja noch gearbeitet hat. Der blaue Balken über seinem Kopf. Erst wenn er wieder frei ist, können wir ihm den nächsten Auftrag geben. Ja? So, Auftragsarbeit finden. Das ist jetzt dieser Typ, der uns da eben angeschrieben hat. Und da können wir jetzt 13.000 verdienen, indem wir eine Logo-Animation erstellen. Wir können 15.000 für einen Spieletest verdienen. Und 18.000 für, wenn wir Micronoft Boss auf einem Computer installieren. Dauert allerdings 4 Wochen. Also wir werden jetzt mal die Logo-Animation für diesen Typen machen. Damit wir ein bisschen ausgleichen die Kohle hier, die wir bei Nightlight vielleicht verloren haben. Vertrag annehmen. So, jetzt fängt er an zu arbeiten. Hier sehen wir, wie es abläuft. Wenn er fertig ist, kriegen wir auch die Kohle. So, 13.000 kriegen wir jetzt. Und jetzt werden wir aber... Oh. Jason hier. Ich habe gerade vom Kunden gehört, dass der Vertrag erfolgreich zum Abschluss gebracht wurde. Ausgezeichnete Arbeit. Normalerweise kriege ich alle 6 Monate neue Aufträge rein. Schauen Sie doch später nochmal nach. Ah, okay. Gut, jetzt wollen wir aber ganz, ganz schnell ein neues Spiel entwickeln. Keine Zeit mehr für Kikifax. Oh. Aber ein Werwolf, ein Horrorspiel hatten wir, das lief ja scheinbar nicht so gut. Ja? Ein Hacking, komm, wir machen mal so ein Hacking-Spiel. Hacking-Spiel und das nennen wir Super Hacker. Super Hacker. Und das soll in dem Genre Simulation, Hacking-Simulation. Jetzt gucken wir mal hier die T. Siehst du, und wenn wir jetzt hier für die TES ein Spiel entwickeln wollen, müssen wir 80.000 Lizenzkosten bezahlen. Wir haben jetzt 222,4.000. Aber die müssen wir nur einmalig bezahlen. Wenn wir die bezahlt haben, können wir danach immer weiter Spiele entwickeln. Aber häufig, wenn man 3, 4 Spiele entwickelt hat, dann ist die Zeit schon wieder so weit, dann sind schon wieder 1, 2 Jahre vergangen und dann kommt schon wieder eine nächste Konsole oder eine Weiterentwicklung. Deshalb sollte man sich das gut überlegen. Aber die haben gleich hier von Anfang an den super krassen Marktanteil. Ich will aber sparsam sein und werde das mal nicht machen. Wir machen das einfach für den PC jetzt. Was soll's? Oder wollen wir für... Ne, wir machen für den G64. 30.000 kosten. Und wie immer unsere 2D-Grafik. Da wollen wir nicht sparen an der Grafik. Ah, wobei Hacking-Simulation hätten wir natürlich auch textbasierend machen können, denke ich mal. Naja, ist egal. So, bei der Simulation würde ich sagen, sind die Story und die Quests nicht so wichtig. Gameplay würde ich im Vordergrund rücken. Weiter geht's. Nightlight 1 und ein Horror-Game wurde vom Markt genommen. Es wurden 12.971 Stück verkauft. Umsatz 90... Okay, da haben wir dann aber doch im Endeffekt... unsere Kohle wieder rausbekommen, die wir reingesteckt hatten, die Entwicklungskosten auf jeden Fall. So, und hier mein, also mein Ich, das bin ja ich selbst, das ist ja mein alter Ego. Ah, guck mal hier. Hier haben wir jetzt schon so eine Anzeige, die ist daraus entstanden, dass wir immer Spielberichte haben. Jetzt hat er durch diesen Spielbericht hat er herausbekommen, dass beim Simulationsspiel die künstliche Intelligenz extrem wichtig ist. Und deshalb zeigt er uns hier 3 Pluspunkte. Und das meine ich, ja. Wir müssen uns das nicht merken, sondern wir wissen jetzt, das muss voll aufgedreht werden. Jetzt können wir uns noch entscheiden, wie wir hiermit umgehen. Das funktioniert aber nur, wenn wir wirklich bei jedem Spiel einen Spielbericht machen. Umso besser funktioniert das. Ich spreche aus Erfahrung. Ich bin hier schon 3-mal pleite gegangen mit der Firma. Deshalb wollte ich das Let's Play auch erst anfangen, wenn ich so ein bisschen minimale Grunderfahrung habe, damit wir auch nicht hier gleich nach 3 Folgen wieder abbrechen müssen. So, ich würde mal sagen, bei einem Simulationsspiel sind die Dialoge nicht so wichtig. Level Design werde ich hochschrauben. Und hier siehst du ja, wenn wir jetzt hier die alle runter machen, haben wir richtig viel künstliche Intelligenz. Ja? Da können wir sagen, es ist so wichtig bei so einem Spiel. Machen wir doch einfach...
komm, wir scheiß drauf, wir machen das einfach mal. Wir geben hier volle künstliche Intelligenz in der Entwicklungsphase 2 und weiter geht's. So, 5 Bucks schon wieder. 9 Forschungspunkte. Wir haben unsere ganzen Forschungspunkte verballert für die Entwicklung einer Engine. Aber wir müssen ja auch am Markt ein bisschen fähig sein. So, Simulationsspiel. Da würde ich den Sound bei dieser Simulation ein bisschen runterdrehen. Die Grafik. Komm, wir machen mal den Schwerpunkt. Okay, oder? Vielleicht. Weißt du was? Wir machen alle drei gleich. Da können wir erstmal nichts falsch machen. Entwicklungsphase 3, komm. So. Wir haben 346 Fans mittlerweile. So, jetzt muss man noch warten, bis er die ganzen Bugs hier entfernt hat. Sehr schön. So, jetzt können wir fertigstellen. Unser Spiel wird auf den Markt geschmissen. Superhacker ist bereit. Neuer Rekord, 13 Technologiepunkte. Haha, und jetzt Levelaufstieg. Durch diese Levelaufstiege kommen dann später ja auch noch neue Optionen dazu, werdet ihr sehen. So, das Spiel veröffentlichen. Seht ihr, und jetzt haben wir schon eine neue Forschung verfügbar, Mono-Sound. Ist natürlich jetzt ein bisschen unrealistisch, weil wir haben ja eigentlich schon... Ach nee, wir, wahrscheinlich haben wir bis jetzt so einen 64-Bit-Sound und können jetzt im Prinzip dann Spiele rausbringen mit einem Mono-Sound, was natürlich am Markt sehr gut sein kann. Und werden wir auch gleich mal... Nee, wir werden gleich den Spielbericht... Das dürfen wir nicht vergessen, den Spielbericht zu machen. So, jetzt kommen die Kritiker wieder zu Wort. Oh, naja, sagen die Stargames. Hat seine... das Spiel kommt nicht so gut an. Mal sehen, der Spielebericht wird ja entlarven, was wir da falsch gemacht haben. Vielleicht haben wir... Level-Design nicht vergessen. Wir haben zu wenig Level-Design reingehauen. Naja. Ich denke mal, das wird der Spielbericht uns gleich nochmal bestätigen. So, Superhacker wird schon hier so ein bisschen verkauft. Ja, nun komm, mach. Die vor kurzem veröffentlichte Spielkonsole TES von Nintendo ist ein Riesenerfolg. Die Verkaufszahlen haben die Erwartung bei weitem übertroffen. Na, dann sollten wir vielleicht wirklich jetzt mal ein Spiel für die TES entwickeln. Und dann vielleicht was, womit wir schon ein bisschen Erfahrung haben. Dass das einigermaßen läuft. Man kann natürlich immer, wenn was läuft, das immer weiter ausfeilen. Siehst du, diese Strategie habe ich auch noch nicht gemacht. Ich probiere mal die verschiedensten Sachen. So, jetzt speichern wir erstmal und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis gleich. Tschüss.